ist ganz wichtig, dass Deutschland sich als Bildungsmarkt weltweit profiliert. Das ist ein Geschäft von morgen. Vielleicht viel mehr als Autos bauen. Digitalisierung durchdringt das gesamte Lehr- und Lernverhalten. Es betrifft in dem Sinne die Studierenden in ihrem Verhalten. Es betrifft die Lehrenden. Und es betrifft im Hintergrund natürlich auch die Organisationen. Also bis hin denken Sie zu einer elektronischen Klausur. Und wie macht man eine elektronische Klausur rechtssicher? Eine ganz spannende Frage. Oder wie organisiere ich ein elektronisches Prüfungsamt, wo ich als Student jederzeit sehen kann, was habe ich erreicht, was muss ich noch machen, wie mache ich Stundenpläne elektronisch, wie organisiere ich das Ressourcenmanagement? Also denken Sie an die Situation, dass wir heute mit über 40.000 Studierenden völlig überfüllt sind und das mit den Hörsälen nur hinkriegen, wenn wir die optimal planen. Alles das ist durchdrungen durch die Digitalisierung der Lehre. Sie wissen ja, dass wir in Deutschland diesen wunderbaren Slogan haben, freie Bildung für freie Bürger. Und Bildung ist aber ein sehr teures und sehr kostbares Gut. Was im Übrigen auch nur zu erreichen ist, wenn ich einerseits in die Bildung investiere im Sinne von Ressourcen, gute Lehrende, gute Materialien, auf der anderen Seite aber auch als Person investiere, indem ich mich anstrenge, indem ich möglicherweise auch als junger Mensch materiell entsage und nicht schon mein eigenes Geld verdiene, sondern mich bilde. Und wir haben hier das staatlich organisierte Bildungssystem, da können wir einerseits stolz drauf sein. Es ist aber völlig anders als in den USA, wo es im Wettbewerb die großen privaten Universitäten gibt. Und wir müssen uns das genau angucken, ob wir zukunftsfähig sind mit diesem Bildungssystem oder nicht. Lassen Sie mich auch da ein Beispiel geben, als der Mobilfunk am Horizont auftauchte, war ja auch die Frage, ist die Deutsche Bundespost das richtige Modell, die richtige Behörde, um die Zukunft der Telekommunikation in Gang zu kriegen. Da war die Antwort Privatisierung und staatliche Aufsicht. Das könnte eine Antwort für die Hochschulen auch sein.